Ich könnte so kotzen, wenn ich mir so überlege, wie häufig dieses Spiel jetzt gerade oder generell dieser ganze Kram hier rumspackt. Mit diesem dreckigen einen FPS-Fehler, der mich die ganze Zeit verfolgt. Ja, ja, willkommen zurück zu Crisis Core Final Fantasy 7. Und wenn sich das nicht bald schleunigst irgendwie ändert, weiß ich auch nicht mehr weiter. Gut, sprechen wir mal mit ihm. Sephiroth ist, glaube ich, in einem der Zimmer im rechten Flügel des ersten Stocks verschwunden. Gut, das ist mir relativ. Durch Schlüsselloch schauen. Mal gucken, was wir hier haben. Oh. Gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Also spuken tut es hier anscheinend nicht. Aber hier sind überall so komische kleine Kürbisköpfe. Dann gucken wir mal hier rein. Hier ist eigentlich der Raum mit dem Tresor. Wenn mich nicht alles täuscht. Gut, hier ist nix. Speichern wir an der Stelle nochmal ab. So. Wir gucken uns hier erstmal so gut es geht um. Aber wie ich sehe, gibt es hier nichts mehr. Oh, außer noch mehr E-Mails. Wer schreibt mir denn diesmal? Luxier! Hallo, Zack. Ich habe gehört, dass du auf einem Einsatz mit Sephiroth bist. Wow, jetzt kannst du ja endlich in Ruhe mit ihm reden. Du wolltest... Ach, Mann. Ja, Karriereleiter emporklettern, alles klar. Sephiroth hat das ja auch nur durch den Krieg geschafft. Und, ja. Zack blieb ja dabei nur ein kleiner Fuzzi. Ja, super. So eine lange Ladesequenz für ein... Ich gehe mal kurz die Treppe hoch, oder was? Schauen wir mal, was wir hier alles jetzt haben. Fest verschlossen. Also ich glaube fast, hier war ein großes Forschungsprojekt am Laufen. Durch Schlüsselloch schauen, gucken wir uns hier auch nochmal um. Ey, kleinen Moment mal. Seht ihr das da? Ich würde fast sagen, dass Genesis auch hier ist. Anders kann ich mir nicht erklären, dass dort dieser komische Dummapfel liegt. Ach, da ist der Tresor. Das ist doch schön. Und hier haben wir einen Zettel. Angepasstes Bissen, widerliche Existenzen, schmackhafte Souvenirs. Auf vier Beinen ruhende. Aha. Unangepasstes Wissen, widerliche Existenzen, schmackhafte Souvenirs und auf vier Beinen ruhende. Schmackhafte Souvenirs, das klingt doch zumindest schon mal... Das klingt nach dem Richtigen. Moment, das war das hier. Durch Schlüsselloch schauen. Da ist ein schmackhaftes Souvenir. Aber... Wie kann ich... Hä? Ich check das gerade nicht. Na gut. Noch schon wieder eine E-Mail.
Wer ist es denn diesmal? Ah, Tifa. Unser Geheimnis. Ach ja, bitte erzähl den anderen bei Soldaten nicht, dass ich mich nach einem blonden Soldatkämpfer erkundigt habe. Das hatte ich vergessen, dir zu schreiben. Frauen. So, was haben wir denn hier Schönes? Hier haben wir Stühle und allen möglichen anderen Kram. Öffnen wir auch diese Tür einfach mal. So, erzähl mir was. Irgendwas stimmt nicht mit Sephiroth. Die Tür dort vorne stand offen. Er ist vermutlich in den Keller runtergegangen. Gut, gucken wir uns mal das Kellergewölbe an. Mal gucken, was hier so alles auf uns wartet. Dramatische Pianomusik. Also ein bisschen untertriebener hätte man den Keller nicht gestalten können. Activating Combat Mode. Oh, Froschkopf. Frösche haben hier nichts verloren. Na, na, na. Komm mal hier, hier. So. Oh, ein Sargschlüssel erhalten. Na, das ist ja cool. Hm? Eine Leiter? Runterklettern. Ich kletter hier einfach mal runter. Mal gucken, was es da gibt. Die haben sich jedoch ein bisschen mehr ausgebaut, als eigentlich ursprünglich erwartet. Ich bin ein bisschen verwirrt. Ich kenne hier eigentlich nur einen Gang in diesem Bereich. Ach, Blödsinn. Ich wollte da lang. Activating Combat Mission. Ja, klar, natürlich. Na komm. Sargschlüssel. Noch ein Sargschlüssel. Wie viele Sargschlüssel gibt er uns denn? Activating Combat Mode. Komm her, ja, hier. Kritisch, kritisch. In your face. Und noch ein Sargschlüssel. Cool, ich habe jetzt drei Sargschlüssel. Was haben wir hier? Soma erhalten. Das ist schön. Ne, anscheinend müssen wir sogar die Leiter runter. Dann gehen wir halt eben noch eine Etage tiefer. Tiefer. Schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Wir haben hier mehrere Türen. Die entfernteste ist die, die für uns wichtig ist. Aber schon wieder ein Sargschlüssel. Aber für mich ist auch interessant diese Tür hier. Mal gucken, was wir da drin finden. Oh, Särge. Was ein Zufall. Und ein Schlüssel. Ein Talisman kriegen wir. Untersuchen wir erstmal den hier. So, drei Stück haben wir bisher. Schnarch. Da schläft jemand drin. Vermutlich lasse ich ihn besser in Ruhe. Das ist schon ziemlich cool. Mal gucken, was in dem Ding drin ist. Nochmal Sargschlüssel. Oh, ja, super. Insekten. In dem einen schläft jemand drin. Wie witzig dargestellt. So, oh, da schläft jemand. Haben wir hier noch Särge, die wir öffnen können?
Nee, nur zwei Stück. Gehen wir noch auf die andere Seite, dann sind vielleicht auch noch mal welche. Activating Combat Mode. Komm. Oh, das war ein bisschen knapp, habe ich so gerade das Gefühl gehabt. Ja, keine Dia-Show. Yay, Lebenspunkte, Heilwellen, mach mich unverwundbar. Good luck. Good luck. Wahrscheinlich eine Fähigkeit, das war ja so klar. Hätte sich mal gar nicht gelohnt, egal, jetzt bin ich unverwundbar. Dann gehen wir mal in diese Tür, mal gucken, was hier drin noch ist. Oh nein, was ein Zufall, hier sind Särge. Gucken wir uns den mal an. Oh, schon wieder, Käfer. Mensch, die halten echt eine Menge aus, diese Viecher. Holen wir uns erstmal die Kiste hier. Was kriegen wir? X-Potion. Und was haben wir hier drin? Lässt sich nicht öffnen, öffnen. Oh nein, noch mehr Käfer. Gut, okay. Sinnlose Informationen. In dem einen schläft einer, in dem anderen sind nur Käfer. Mhm. Das war jetzt mal eine tierische Nonsensinformation, weil das in einem Sarg jemand schläft, das habe ich mir schon fast gedacht. Gut. Dann gehen wir mal hinten durch die große Tür nach diesem Kampf, der jetzt kommen wird. Na, sage ich doch, da kommt noch ein Kampf. Auf mich anzuspucken. Haha, daneben. Bam. Und nochmal ein Sargschlüssel. Unterirdisches Labor. Gucken wir mal rein. Ein Wesen, das noch lebend, aber ohne Bewusstsein aus einer 2000 Jahre alten Gesteinsschicht geborgen wurde. Ding! An der Stelle machen wir eine Pause. Ja, bis denn.